Hallöchen, schön, dass du wieder da bist zum neuen Video und damit auch zum dritten Video in meiner Weihnachtsmenüreihe. Heute kommt noch das Dessert, der süße, krönende Abschluss. Du hast es wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen oder gerade im Vorspann, denn wir machen heute Windbeutel. Das ist so ein totaler Klassiker, irgendwie so ein bisschen abgedroschener, aber es ist halt einfach geil. Deswegen wollte ich dir das unbedingt zeigen, wie man das so macht. Und Brandteig erscheint erstmal kompliziert und ein bisschen schwierig, aber es ist es im Grunde gar nicht so. Ich habe hier das Wasser schon angemacht, das wird jetzt hier schon hoffentlich bald warm. Außerdem brauchen wir dann noch Butter, Eier und Mehl und eine Prise Salz ist da drin. Die genauen Mengenangaben findest du auf meiner Homepage auf inannesküche.de und der Link dazu steht auch unten in der Infobox. Schau da gern vorbei. Also das Wasser muss jetzt heiß werden und einmal aufkochen zusammen mit der Butter. Ich gebe die Butter jetzt auch gleich rein. Brandteig ist so ein totaler Klassiker in der Koch- bzw. Köchinnenausbildung. Genaueres dazu erzähle ich übrigens hier in dem Video. Das ist so ein Klassiker in der Abschlussprüfung, da wenn man im Warenkorb liest, das und das und das ist dabei, dann weiß man genau, okay, die wollen Brandteig sehen, können sie haben. Ja, also hier schmilzt die Butter. Da warten wir jetzt noch, bis das einmal so aufgekocht ist. Und dann kommt gleich das Mehl mit der Prise Salz rein. Ich warte jetzt noch, bis die Butter komplett geschmolzen ist. Und dann kommt jetzt das Mehl rein. Auf einen Rutsch und rühren. So, und jetzt beginnt der Prozess des Abbrennens. Ich mache jetzt die Platte aus, weil der Topf heizt noch so viel nach. Das muss jetzt richtig ein Teig werden. Und unten entsteht dann auch so eine Schicht. Also hier seht ihr diese Schicht unten. Das ist ganz normal, dass die da entsteht. Ja, und jetzt einfach gut durchrühren und ja, kneten. Ihr seht auch, der Teig wird immer geschmeidiger. Das ist eben dieses Abbrennen. Und passt eben auf. Wie gesagt, ich habe die Platte jetzt ausgeschaltet. Es reicht meistens die Resthitze. Und wenn nicht, nur möglichst niedrig aufdrehen. Nicht, dass euch das verbrennt. Der Teig ist schön geschmeidig. Ich glaube, es ist genug abgebrannt. Und dann ist das fertig so. Kommt es jetzt in eine Schüssel. Ich nehme einfach das, wo das Mehl gerade drin war. Und dann muss das noch einen Moment abkühlen. Das ist übrigens ganz einfach auch, falls du dir jetzt Sorgen machst, oh Gott, wie kriege ich das beim Spülen sauber? Füll Wasser rein, lass es nochmal aufkochen, dann kannst du es gut mit dem Kochlöffel ein bisschen so abschaben. Dann kannst du es auch wirklich easy peasy spülen. Das stelle ich jetzt mal aufs Fensterbrett, denn da ist bei mir relativ kühl. Und lass das einen Moment auskühlen. In der Zwischenzeit kümmere ich mich schon mal um die Kirschen. So, weiter geht's mit den Kirschen und mir fällt gerade auf, ich habe euch gar nicht am Anfang erzählt, was wir überhaupt als Füllung machen. Also wir machen eine Kirschfüllung mit Zimtsahne und dafür brauchen wir Kirschen. Ich habe jetzt so ein großes Glas genommen, diese üblichen Sauerkirschen. Es würde die Hälfte reichen, aber ich dachte mir, was mache ich jetzt mit dem Rest? Deswegen mache ich jetzt alles so und der Rest kommt einfach morgen früh irgendwie auf den Haferbrei oder, Entschuldigung, Porridge. Passt auch gut dazu, kann man einfach dann die nächsten Tage noch essen. Das Ganze binde ich gleich mit Stärke ab. Ich will ja fürs Weihnachtsmenü natürlich so einen weihnachtlichen Touch. Deswegen mache ich da so ein bisschen dieses Glühwein-Motto, sage ich mal. Da kommt noch ein bisschen Rotwein bei mir rein und ein bisschen Orangenzeste. Und die Zimtsahne ergänzt es dann noch perfekt fürs Weihnachtliche. Dann schmeckt die Füllung nicht gleich, sondern alle Komponenten so unterschiedlich, aber es ergänzt sich alles so wunderbar. Und das darf auch ein bisschen süßer sein, weil die Windbeutel, da ist ja gar kein Zucker drin. Also die sind noch komplett neutral. Deswegen die süßen Kirschen und die süße Sahne passt da ganz gut dann. So, jetzt kommt also erstmals der Saft von den Kirschen hier in den Topf und wird heiß gemacht. Da gebe ich jetzt gleich noch den Rotwein dazu. Das ist natürlich optional. Wenn ihr keinen Alkohol mögt oder Kinder mit essen, dann lasst das natürlich weg. Und dann kommt auch gleich bei mir die Zeste mit rein, weil die kann natürlich auch gut mit aufkochen und da richtig schön ihren Geschmack abgeben. Und gerade fällt mir auf, ich hätte auch noch ein bisschen von dem Kirschsaft gleich hier zur Stärke geben können. Jetzt ist er wahrscheinlich schon zu warm. Hier bei den abgetropften ist noch ein bisschen.
Und dann nehme ich jetzt einfach Wasser. Und dann wird das verrührt. Extra Zucker kommt übrigens bei mir nicht mehr dazu, zu den Kirschen, weil ich finde, die sind süß genug. Da ist so viel Zucker. Ich finde, das reicht völlig. Die Stärke ist jetzt aufgelöst und klumpenfrei. Und jetzt gebe ich das Unterrühren hier dazu. Das riecht so gut nach Punsch oder Glühwein. Das Ganze lasse ich jetzt noch mal kurz aufkochen. Dann kommen die Kirschen dazu, noch mal umrühren und dann ist es auch schon fertig. Damit es jetzt keine Haut zieht, gebe ich jetzt hier noch so ein Wasserdeckel drauf und stelle das Ganze auch kühl auf mein Fensterbrett. Jetzt geht's weiter wieder mit dem Teig, mit dem Brandteig. Der ist jetzt ja so warm noch. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, wartet, bis er genug abgekühlt ist, weil jetzt kommen die Eier dazu. Und wenn der zu heiß ist, dann kriegt ihr da Rührei und das wollen wir ja nicht. Ich nehme jetzt hier mein Handrührgerät, wenn ihr eine Küchenmaschine habt, nehmt natürlich die und verrühre das erstmal noch und schaue, ob er nicht dann doch noch in der Mitte zu heiß ist. Ich rühre jetzt Ei für Ei nach und nach runter. Das Ganze wird geknetet, bis es eine homogene Masse ist. Ich verwende hier so eine Sterntüte, eine bisschen feinere. Ich würde eigentlich lieber eine gröbere nehmen, aber habe ich nicht. Jetzt werden die Windbeutel aufgespritzt. Ich fülle das Ganze jetzt noch erstmal ab. Ich mache jetzt wahrscheinlich, so schwebt mir jetzt gerade nämlich vor, 4 große. Aber du kannst auch 6 kleine davon machen. Also das Rezept, ja. Je nachdem, wie gute Esser und so ihr seid, ob ihr dann eh noch Plätzchen vielleicht an Weihnachten esst und so weiter. Je leerer die übrigens ist, umso leichter geht das natürlich. Also wirst du merken, was du das mal nachmachst. Also hier oben drehe ich noch ein bisschen an, Einlass, nicht gleich alles oben rausquetscht. Dann mache ich einfach mal so ein schönes großes Teil. Die Formen sind natürlich auch völlig abhängig, je nachdem wie eure Spritztülle ausschaut. Wie gesagt, ich hätte gerne eine größere, dann wirkt es so ein bisschen buch. Jetzt wirkt es so ein bisschen feiner, aber wir werden sehen. Ich glaube, es wird trotzdem schön. Dann ist es fertig. Es kommt jetzt in den Ofen und passt wirklich auf. Macht nicht zwischendurch den Ofen auf und schaut, wie weit sind die. Denn dann fallen sie zusammen und die stehen dann nicht wieder auf. Dann ab in den Ofen und mal schauen, wie sie dann gleich aussehen. Die Windbeutel sind jetzt aus dem Ofen. Die haben echt eine sehr lustige Form bekommen durch meine feine Spritztülle. Ich habe sie jetzt abkühlen lassen und habe noch ein kleines Experiment gestartet. Mit Schokolade, und zwar tunke ich die unten in den Boden in Schokolade und verstreiche das so, dass so ein bisschen was nach unten läuft, weil ich vermute, es könnte ganz cool aussehen. Das Ganze lasse ich jetzt mal abkühlen. Ich bin jetzt mit den Vorbereitungen soweit durch. Es fehlt ja noch diese Zimtsahne, sonst ist alles vorbereitet. Und das mache ich aber erst wirklich, wenn ich es anrichte und meine Gäste da sind. Dann wird einfach die Sahne zusammen mit dem Zucker und Zimt geschlagen. Dann werden natürlich die Windbeutel halbiert und dann kommt unten bei mir die Kirschfüllung rein und oben die Sahne drauf. Ich mache das wieder mit einem Spritzbeutel. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann like doch gerne, kommentier mal, hast du schon mal Windbeutel gemacht oder hast du dich noch nie so recht an Brandteig rangetraut? Wie hat dir insgesamt diese ganze Reihe gefallen, dieses ganze Menü, die Vorspeise und der Hauptgang auch, der vegetarische? Mir hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Auf Instagram läuft immer noch der Adventskalender. Schau da gerne vorbei und folg mir. Das Rezept ist auf meiner Homepage. Und falls du noch mehr Kochwissen, Küchenwissen, Know-how lernen willst, dann komm doch in meine Kochschule oder verschenkt das vielleicht auch auf Weihnachten. Schreibt mir gerne, dann machen wir da so eine Art Gutschein. Jetzt komme ich aber zum Ende. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder wann auch immer du das Video schaust und koch dir was Schönes. Ciao.